Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal die aktuelle Version vom GIF Cast of Friends zeigen. Mit dem neuen Update wurden auch alle möglichen GIF Cast of Friends Versionen wieder gepatcht. Es gibt mittlerweile wieder einige Versionen, aber die ich euch jetzt zeige, ist meiner Meinung nach die beste und die am schnellsten auch geht. Was braucht ihr dafür? Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal ganz alleine, das heißt solo, verglitschen. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Ihr braucht Zugang zum LSK-Meet. Ihr braucht dann entweder ein Auto in der Arena-Werkstatt, also in der Arena oder halt im Nachtclub. Und ebenso braucht ihr dann hinterher halt noch die Hilfe von einem Freund, um euch das Auto dann zu ziehen. Und wenn ihr soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt vorbereiten. Geht einfach mal, öffnet mal euer Handy. Dann ruft ihr entweder Simeon, Gerald oder Martin an, das ist ganz egal, und fordert euch einfach mal einen Job an. Und dann fordert ihr euch einfach mal noch ein Auto aus irgendeiner Garage an. Welche Garage, das ist völlig egal. Steigt in das Auto ein und fahrt dann einmal ins LSK-Meet rein. So, sind wir dem LSK-Meet angekommen. Einfach aussteigen und dann müsst ihr euch dahin begeben, wo die drei Preisfahrzeuge stehen. In der Zwischenzeit müsste auch schon die Jobeinladung angekommen sein. So, wir gehen jetzt einfach zum Testfahrzeug, drücken dann auf Dreieck. Wir drücken auf Dreieck, um auf die Testfahrt zu fahren. Dann gehen wir auf Alleine beitreten, tun dann jetzt einmal die Job-Einladung öffnen, tun die Einladung schon einmal vorbereiten und wenn ihr jetzt seht, dass das Heck verschwindet, sofort auf X drücken und die Einladung annehmen. Ihr habt gerade gesehen, das Heck verschwunden, sofort X drücken, die Einladung annehmen. Jetzt muss schnell gehen, Kreis drücken, X aus dem Job rausgehen. Sobald ihr jetzt unsichtbar spawnt, Handy öffnen, die Job-Einladung annehmen. Sobald ihr in den Job reinjoint, sofort auf Options drücken, dann Cash-Cards kaufen, damit ihr entfreezed seid und dann könnt ihr nach rückwärts fahren. Einfach rückwärts fahren, nicht aus dem Pausenmenü rausgehen und dort ja einfach nichts bestätigen. Ihr werdet sofort automatisch rausgeworfen. Hab dann den flackernden Jobmenü, ist auf jeden Fall perfekt. Den Job einfach verlassen. Und ja, jetzt sind wir auch schon fast verglitscht. Als nächstes müssen wir dann einfach nur das LSK-Meet verlassen. So sind wir draußen angekommen. Ja, dann einfach ein Auto entweder aus irgendeiner Arena-Garage oder halt aus irgendeiner Nachtclub-Garage anfordern. Merkt euch auf jeden Fall, aus welcher Garage ihr das Auto hier habt. So sind wir dann in der Arena angekommen, einfach in die Garage reinfahren, wo ihr das Auto auch her habt. Dann bekommt ihr den flackernden Bildschirm, perfekt, Dreieck drücken, um auszusteigen. Wunderbar, dann solltet ihr wieder sichtbar auf der Straße spawnen. Jetzt als nächstes einfach nur das Interaktionsmenü öffnen. Und dann geht ihr auf ferngesteuerte Fahrzeuge und nun einmal entweder den ferngesteuerten Panzer oder den RC Bandito einmal anfordern. Sind wir dann drin, können wir dann auch ganz einfach wieder verlassen mit Dreieck. Solltet ihr jetzt beides nicht verfügbar haben, dann macht einfach so, dass ihr die blauen Jobmarkierungen auf der Map seht. Macht einfach die blauen Jobmarkierungen an und geht einfach in irgendeinen Jobkreis rein, hier in der Nähe von einer Arena-Werkstatt, aus dem Job wieder raus. Und dann, seid ihr auch verglitscht. Und wenn ihr dann blinkend spawnt, dann seid ihr auf jeden Fall verglitscht und dann könnt ihr euch zum Nullpunkt begeben. So sind wir dann beim Nullpunkt oben angekommen, dann einfach mal die MOC anfordern. Dann warten wir einmal, bis die MOC angekommen ist. Wunderbar, ist MOC da, perfekt. Dann einfach irgendein Auto anfordern, was ihr nicht mehr braucht. Oder halt einen kostenlosen Energy. Ich für meinen Fall nehme einfach irgendein Auto. Einfach jetzt aus der neuen Garage. Da habe ich noch ein paar Autos, die ich nicht mehr benötige. Einfach anfordern, dann warten wir, bis die Karre geliefert wird. So ist die Karre dann da, steigen wir ein. Unser Freund steigt auch mit ein. Unser Freund soll dann einmal ins Pausenmenü gehen. Dann fahren wir mit unserem Freund hinter die MOC. So, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, X mit X bestätigen. Dann warten wir, bis der Freund ausgestiegen ist, fahren ein paar Meter nach hinten. Unser Freund kann aus dem Pausenmenü raus, sollte sich dann hinter die MOC begeben. Wir gehen einmal ganz kurz in die Franklin-Meldung rein. Für 2-3 Sekunden. Das reicht schon auf jeden Fall. Und dann gehen wir hinter unsere MOC, drücken dann auf Alleine betreten. Wunderbar. Und in diesen Black Screen gehen wir noch einmal in die Franklin-Meldung rein. Wunderbar, verlassen diese auch. Und dann seht ihr, dass wir jetzt unsichtbar spawnen. Begeben uns einfach zu dem Auto, was wir uns ziehen wollen.
einfach einsteigen und ja, schon ist das Auto uns. Und ja, ein großes Dankeschön geht raus an den lieben Leon und Balenciaga, die mir bei dem Glitch geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.